Hallo, es läuft. Und ja, damit sind wir zurück bei Yooka-Laylee. Geht weiter. Wir waren in der letzten Folge hier bei unserem lustigen Knochenkopf und dem lustigen Kessel und mal schauen, was die so wollen. Da wollen eine wir Feder. Gleich hin, aber erstmal sammle ich hier. Ja, wir haben festgestellt, du scheinst genug Federn für meinen ersten Trick gefunden zu haben. Zau in meinem Büro vorbei, du hast einen armen Schmetterling gefressen. Für ein fantastisches Angebot. Natürlich fresse ich die armen Schmetterlinge. Der Schmetterling hörte sich nicht sehr glücklich darüber an, so... Oh mein Gott, du hast ihn gefressen. So. Wie gut, dass wir das Blut ausgestellt haben. Ja, dann gucken wir mal, was der kleine Kollege hier will. Sie sieht ein wenig Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Das bist du. Jesus. Gott sei Dank, was? Blablabla seid. Ich wurde von diesen Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Oh nein. Wenn sie Hunger haben, sollten sie einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist. Meine Liebe. Ist das ein weibliches Knochengerüst? Ja, ne? Gottchen. Kann dieser Tage einfach keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, ohne gekocht, speist zu werden. Helft mir zu entkommen, dann belohne ich euch mit einem Pagey. Aber Pagies. Macht schnell. Meine Entführer können jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Beilagen? Ja, helfen? Okay. Keine Bange, Fräulein. Wir holen dich da raus. Vom Tab. Lamadino. Oh mein Gott, Gegner. Oh oh. Die sehen ein wenig witzig aus. Ja. Na, dann gucken wir doch mal. Kommt her, ihr kleinen Viecher. Mach's einfach. Autsch. Nein, du hast Leben verloren. Oh mein... Oh, was war das denn? Das war ein Schmetterling, den ich gefunden habe. Ach so, naja, du hattest irgendwie mit Lady rumgewirbelt. Da kommen wieder welche raus. Ah, Gex und Fledermaus, lecker. Mit Skelettsuppe. Geben Konsistenz. Du kannst doch jetzt nicht alle Schmetterlinge aufessen, die Armen. Doch, kann ich. Siehst du doch. Kannst du mehrfach drehen oder so und dann... Aua. Autsch. Schmeißt du... Keine Ahnung. Da war noch eine Feder. Wuhu. Ja, so geht's auch, aber so besiegst du die nicht. Nee, damit kann ich die nur wegstoßen. Siehst du jetzt gerade, du hast Lady einmal rumgewirbelt. Dann war das lila. Das Abendessen scheint auszufallen. Yay. So. Was los, Kartoffelsuppe? Oh, danke, liebe Echse. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen werden. Und wann? Hast du das in deinen Wochen? Okay, wir haben auf jeden Fall unser Pagey bekommen. Bitte nehmt eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Okay. Yay. Zwei Pages ja, und ein Speichersymbol. Versuchen irgendwie weiblich zu sprechen, aber ich kann das sowieso nicht. Ihr seht ja, was rauskommt. Jupp. So 33 Dings sammeln. Federn. Da war aber eben noch irgendwo eine. Ja, ich glaube, die hast du gerade jetzt gesammelt, als dieses Zeichen für die 33. Feder kam, oder? Ich höre das. Keine Ahnung, aber hinter dem Haus geht's weiter. Da rechts. Kann ich da rein? Ich glaube ja. Oh, es geht rein. Cool. Also, Innenraum? Oder wo kommen wir jetzt raus? Interessant. Ja. Wo sind... ganz toll. Okay. Man geht rein und wieder raus. Was ist, wenn ich hier reinspringe? Ja, anscheinend nichts. Anscheinend komme ich immer wieder hier raus. Okay. Einfach mal umgeguckt. Vielleicht gibt es dann... Ja. Achso, na gut, du kommst immer wieder da raus. Gehen wir mal hier weiter. Rolle. Warte, stopp dann! Da geht's nicht weiter. Das war nur ein Trick. Das sieht ziemlich, okay. Das lassen wir mal lieber. Aber hier. Man sieht, es ist noch ein Hintergrund-PNG. Das ist leider keine Landschaft, wo man hin kann. Endless World wäre, also so eine Open World, da wäre das bestimmt witzig. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist halt eine Welt, ne? Yep. Ist halt eine Welt in einem Spiel, da kann man nicht viel erwarten. Und solange wir nicht runterfallen? Keine Open. Ja, runterfallen will ich nicht. Ah,
Weil ich vermute, dass wir dann nämlich alles neu sammeln dürfen. Na, ich glaube, keine Ahnung, verlieren ich weiß es nicht. Nix. Ich weiß nicht, ob die Federn gespeichert werden. Bei Banjo-Kazooie wurden die Noten damals zwar gespeichert, dass man die gesammelt hatte, aber man musste alle neu sammeln, wenn man 100 Noten haben wollte. Was? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war so. So, und da sind wir auch schon wieder. Kurzer Unterbrecher, wir haben kurz jemanden an der Tür gehabt. Warte, riech mal um. Das, was ich meine, ist, diese komische Pflanze da in der Ecke hat Augen. Da. Cool. Und was ja, ist das? Das gefällt mir. Keine Ahnung, gehen wir mal gucken, ne? Tut mir leid. Ich habe mit dir nichts zu tun. Echse. Dann ist das wahrscheinlich für später oder so. Ich finde das lustig, wenn du da dran kommst, dass die dann so bescheint werden. Also es geht das Licht an, so. Auch bei, Trousers war das vorher so. Mhm. Du hast... das war gerade nochmal gerettet. Okay, dann guck dir die Welt mal weiter an. Oh, da ist doch was, da ist was, da ist was. Was ist das denn für ein lustiges Kerlchen? Darfst du dich, Hallo? Wischen lassen? Nein, du darfst dich nicht erwischen lassen. Okay. Tust du mir weh? Warum? Du tust mir weh. Ich geh da mal. Auch wenn du dagegen rollst? Ich habe ihn angegriffen. Okay. Das fand er irgendwie nicht so lustig. Und da kommst du auch nur mit Anlauf wahrscheinlich komplett hoch, weil er ein Unterbrecher ist. Nein, ja. Musst du... Voll. Kam nicht mehr weg. Okay, also. Oder springen und weiterrollen. Ja, genau. Man muss da springen. Oder, ja. Hat's geklappt? Oh, ja. Was ist hier los? Oh, guck mal, ach, da ist er. Trousers ist hier. Hallo. Auf zu quatschen und reden uns. Sau an, wie krass. Meine alte Kameraden, bitte kommt in mein Büro. In mein Büro. Welches? Ja. Für ein Büro. Sieht eher aus wie ein bröckelnder alter Tempel. Ja, das stimmt. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen dem Trousers berühmten Manöver für Fortgeschrittene. Hier. Ja, bitte. Wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig, Trousers. Wir sind so Gims. Super. Weil ihr meine Lieblingsfreunde seid, werde ich euch eine echte Bossknacker lehren für nur 30 Federn. Ah, warte, Telefon? Ein echtes Snapchat. Ja, das habe ich dem Typen am Telefon gesagt, nicht euch. Moment mal. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratis-Kram. Verstehst du? Meine Gratis-Tricks gibt es leider nur in den Ivory Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Wie fies! Sagt an, welches Moment, Telefon, sagt ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Oh, cool. Was denn für Formulare? Ist ja unglaublich. Trousers Worldwide Incredible Traders. COLTD. Was ist das denn? Sonarschuss. Sonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Okay. Schlürfe essbare Objekte und schieße mit Projektilen. Okay. Und was haben wir da? Kumpelkracher. Ein super Trick ist das. Vielleicht das? Was nehmen wir noch einmal übrig. Die anderen sind halt zum Zielen. Keine Ahnung. Kumpelkracher klingt nach einem Nahkampfding. Ja, ich glaube, wir nehmen das. Mhm. Erster Fall. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Nein. Tu einfach weiter. Nehmen wir mit. Okay, worum geht es bei diesem Trick, Trousers? Moment, Telefon. Der nächste Trick ist ein umwerfendes Angebot. Ich überlasse es eure praktisch für umsonst. Im Ernst, bei solchen Preisen werdet ihr bald eine weitere Hypothek auf mein Haus aufnehmen müssen. Achso, er. Okay. Ist dein Haus auch eine zerbröckelnde alte Ruine? Lady! Sag nur die Wahrheit. Wenn du den Kumpelkracher durchführen willst, springe einfach mit X in die Luft, drücke dann L2, um unseren grünen Freund
in Richtung Boden zu knallen und massiven Schaden zuzufügen. Geil. Okay. Also das ist das Ding, das wir brauchen. Uff, wäre es nicht sinnvoller, wenn Lady das Knallen übernimmt? Oh Gott. Das haben wir nicht gelesen. Welcome. Ja, das warst du ja. Bei Kumpelkracher kracht Yoka mühelos durch Hindernisse und Feinde. Das ist das, damit wir Schalter aktivieren können, die am Boden sind. Stampfattacke. Was haltet ihr von einem passenden Unfallversicherung? Liebe Freunde. Naja, eigentlich nichts. Nein, passt schon. Danke, Wormi. Okay, mehr haben wir nicht am Federn. Auch noch kaufen, wenn wir die Federn haben. Gut, dann tschüss. Wir sehen uns wieder. Vergesst nicht, man kann nie genug Tricks auf Tasche haben. Na, mach mal, springen und L2. Plapp. Boom. Sehr gut. Okay, einmal drücken. Ich sehe eine Feder da links hinten. Wo ist eine Feder? Da rechts am Rand. Da, genau. Da. Alles meins. Zack. Guck mal, da drüben. Oh, und ein Geist. Ich glaube, da musst du mal hin. Mhm. Und da geht's auch wieder runter, da sind Federn. Ja, da will ich zuerst lang. Warte, da ist was. Was ist das? Der schläft, der Stein. Ja, dann dreh mal die Kamera. Huch, was ist das denn? Oh, wahrscheinlich kommt noch. Kamera drehen, Kamera. Oh, der hat ein Gesicht. Wach auf! Okay, der schläft. Den kann man nicht wecken. Später wahrscheinlich. Ja. Telefon. Dillim, dillim. Oh, Federn. Oh, warte, da ist noch eine Seite. Da war ein Page, ich weiß. Aber ich will erst die Federn haben. Hallo, Page. Oh, die ist zerbrochen. Und was stellst du da? Ich bin ein Page-Stück. Wurde von Capital BS Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Oh. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte finde meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding. Keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen und dann als Klopapier benutzen. Yeah. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yoka. Klopapier ist immer modern. Objekte sollten schon einteilig sein. Okay. Achso, ja. Ich denke mal, das sind die Schergen da links. Oder da unten. Du, was ist denn hier los? Oh, ouch. Lass die doch nicht treffen. Hau sie weg. Stampfattacke. Bäm. Der hat Angst. Cool. Auch, okay. Hallo, Großmütterchen. Mampf, Mampf. Guten Tag, junger Krieger. Ist das weiblich oder männlich? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine Zuckerstange. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Mampf, Mampf. Man nennt mich Sir Kopfelot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hamelot. Von Hamelot. Ja, Hamelot. Von Hamelot. Kopfsalat. Okay. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Mampf, Mampf, ich muss meine Zuckerstange mampfen. Wahrhaft, meine Ritterkameraden und ich befinden auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rampo. 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 Mampf, Mampf. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Mampf, Mampf. Hauptsache der Donuts da als Waffen. Mampf, 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 Mampf. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Ja, Mampf, Mampf. Deswegen esse ich all mein Zeugs auf. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Niemals. Ja, pff. Keine Bange, Skoffselot. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Mampf, Mampf. Hervorragend, der ist ja wie Mali. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Nein.
Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Firmistadt? Oh. Alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Firmistadt. Firmistadt, das wird wahrscheinlich auch eine neue Welt sein. Also okay, momentan später. Uninteressant. Aber angenommen haben wir es auf jeden Fall schon mal dementsprechend. Da ist was, da ist ein Kisten. Oh, da ist die andere Page. Da ist ein Page-Teil. Ja. Yeah. 1 von 3. Ich bin das zweite Page-Stück. Noch 2 fehlen. Okay, dann gucken wir mal. Aber man hört es glitzern. Es muss ja irgendwo hier in der Nähe sein. Da drüben. Oh, du bist runtergefallen. Ich bin runtergesprungen. Ich wollte erstmal die Federn haben. Die irgendwie schwer einzusammeln sind. Okay. Tu mir mal einen Gefallen, nicht die Page direkt einsammeln. Stell ich mal neben. Ich will wissen, ob ich die Kopfhörer richtig rum aufhabe, weil das teilt sich teilweise. Guck mal nach links. Hörst du es jetzt auf dem linken oder auf dem rechten Ohr? Ich höre es auf beiden. Ja, toll, das ist normal, aber auf welchem hörst du es mehr? Ich muss meine Kopfhörer umdrehen. Ich glaube, du hast es richtig rum. Ich glaube, bei mir ist richtig. Okay, ja, jetzt passt es. Jetzt ist gut. Jetzt kannst du es sammeln. Entschuldigung für den kleinen Unterbrecher. Da ist Pagey-Stück Nummer 2 von 3. Ich bin das dritte Pagey-Stück. Ja. 1 fehlt noch. Warum sind die Pagey-Stücke, die sehen alle gleich aus? Wie will man denn 4 gleiche Pagey-Stücke zu einer Page wieder zusammenfügen? Aber irgendwo muss doch hier noch eins sein. Vielleicht hier oben? Mal gucken, ob man hier hochkommt. Na. Ja, also. Sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass da oben das Pagey-Stück ist. Das ist schon zu weit weg von der eigentlichen Pagey. Das stimmt. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich später hochgerollt. Oder hier kommen. Das geht von da unten los. Okay, dann zurück. Verschieben wir das. Einfach vertagen auf ein paar Sekunden später. Ups. Ja, dann, wir müssen eh hier unten weiter pagen. Weiß ich nicht. Doch. Also hier war Sir Schweinelott, Dingsterbums da. Da? Was war das? Irgendwas kichert hier. Hörst du das auch? Ja, ich weiß noch nicht was. Also als wir uns eben dahin gedreht haben. Ich vermute mal, es ist einer dieser Geister. Ich hör's. Rechts. Da, rechts, da irgendwo glitzert es doch. Da ist es. Null. Liegt da einfach so rum. Supi. Wow, das sind alle. Ach so, das ist deine Stimme. Und jetzt kommt zurück und setzt mich zusammen und setzt mich auseinander. Okay, da wird unser Klopapier geboren. Yeah, wo bist du? Hallo. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Yay. Der war auch vorher schon frei. Aber nicht lange, Goldchen. Du bist jetzt unser. Meins. Okay, sehr schön. Hey, ihr scheint genug Pages gefunden zu haben, um eine Welt zu erweitern. Erweitern? Ich dachte öffnen. Ja, das wollen wir aber aktuell noch gar nicht. Trefft mich am Großwälzer-Eingang, wenn ihr bereit seid. Großwälzer-Eingang? Dann erzähle ich euch mehr. Okay. Okay, super. Jetzt haben wir das, die Page zusammen. Willst du dir hier von unten jetzt da hochrollen? Oder? Ah, du nimmst nochmal die Abkürzung. Ja. Ja, geh nochmal. Und dann hier runter. Ja. Ups. Ja, an die Steuerung muss man sich echt gewöhnen, finde ich. Das ist ein bisschen da, warte, schwammig. Da kommt man da runter nachher. Das würde ich nicht versuchen, oder? Ne. Schade. Aber wir gucken mal, was hier sonst noch so ist. Ach, das war die Wettrennstrecke, glaube ich. Genau. So, dann einfach wieder an der einen Stelle weiter hoch. Sorry. Ist nicht schlimm. Ja. Wenn du mal die Mute-Taste brauchst, mach irgendwie so ein Zeichen nach links, dann sehe ich deine Hand oder so. Dann weiß ich, kann ich mal auf STRG drücken. Zum okay. Muten. So, was seid ihr da? Also, komm ich Vögel, kommt her. Ich würde sagen, jetzt werden wir noch diese Dings da hochsteigen. Hier komplett. Ja, klingt am Plan. Flupp. So. Vorsicht! Ha. Okay, aber. Das hat funktioniert. Du musst doch nicht auf diesen Stein hier, oder? Hörst du den Geist immer noch? Irgendwas macht er hi. Ja, ich höre ihn immer noch. Wahrscheinlich können wir später mit Geistern reden. Oh oh, das hier sieht gefährlich aus. Wow. Geschafft. Und was gibt's hier so? Nichts Schönes. Okay, dann weiter.
Wow. Das war mehr Glück als Verstand, aber gut, es hat funktioniert. Yep. Lass dich nicht abfackeln. Lady fackelt schon. Vorsicht. Wow. Na toll. Egal. Du hast eine Feder vergessen. Mist. Okay. Meins. Vorsicht, okay. Da musst du jetzt wieder springen. Oh nein. Vorbeigesprungen. Turnieren und... Okay. Okay. Passt. Wir sind gleich oben. Und wieder hoch. Dip, 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 dip. Da das macht echt Laune, aber ist teilweise schon eine Herausforderung, muss man sagen. Aber es gefällt mir. Auf jeden Fall. Hui, weg damit. Weg mit euch. Oh, wo kommst du denn her? Ja, den musst du zweimal treffen. Der hat eine Kapuze auf, der ist speziell. Ich gesehen. Frechheit. Oh. Okay. Irgendeine Idee, wie du da hochkommst? Noch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal greifen lernen, oder? Vielleicht die Plattform da drüben? Ich vermute eher, das ist ein neuer Trick, den wir noch nicht gelernt haben. Das heißt, wir dürfen später nochmal hier hin. Okay. Mist. Also schau dich mal um, wo geht's jetzt weiter? Da unten sehe ich Federn. Und wie gesagt... Ja, es gibt Fallschaden. Oh, es gibt viel Fallschaden. Okay, und wo kommen wir wieder raus? Ausprobiert. Ach so, an der letzten Stelle, wo wir reingetrampelt sind. Ja, haben wir jetzt die... Okay, die Federn haben wir anscheinend Moment, noch. Was ist jetzt eigentlich mit dem Skelett? Müssen wir jetzt nicht irgendwie rausziehen? Gute Frage. Hallo, red mit uns. Ach so, das warst du, oder? Seht ihr den Eingang dort hinten? Seht ihr den Eingang dort hinten? Nein. Hä? Kommt wieder, wenn ihr die Proben für eine neue Expedition erweitert. Ah, ich verstehe. Ich werde aber nicht spoilern, ihr werdet es herausfinden. Okay. Falls ihr es noch nicht verstanden habt. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Also mir sagt das jetzt gar nichts. Da hinten ist eine Feder auf diesem Stein. Nee. Wo ist eine Feder? Rechts. Rechts da? Da. Meins. Wir haben schon wieder eine weitere Feder. Wir können jetzt den nächsten Trick lernen. Bah, die rückst du einfach rum. Was sind das denn für Schweine? Und was ist das denn für eine gelbe Paprika? Oh nein, wo ist hier? Was willst du von mir? So mir erstmal den Mund stecken. Der will essen. Hast du nichts zu essen für den? Ach, wahrscheinlich müssen wir den mit den Dings in den Mund schießen. Und da hinten sind Federn. Wäre möglich. Das heißt, wir müssen da noch einen weiteren Trick lernen. Können wir ja jetzt machen. Ja, dann ab zu Mr. Ich brauche einen Trick zum Lernen. Okay. Zu Zisch Zisch. Trousers. Rechts hoch. Nein, der Energie ist leer. Oh nein. Du schaffst es noch. Sehr schön. Ha. Das war gekonnt. Naja, nicht wirklich. Ich wusste es, dass ihr wiederkommen würdet. Worauf habt ihr es abgesehen, Kumpels? Sag ich dir nicht. Ja, ich würde den, welcher, den Schlurfschuss oder so Nahschuss? Der Schlurfschuss klingt nach dem, was wir für den Geist brauchen. Ja, essbare Objekte ja. Und schießen mit Projektilen. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Telefon. Ja, bin ich. Lass mich wählen. Okay, Wurmi, bring uns was Cooles bei. Los, los, gib Gas. Nun gut, seid ihr bereit? Okay. Dieses nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Beerenbüschen stehst, kannst du dort Kreis drücken, also ist das mit der Zunge, ja. Um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Toller Trick. Ja. Das ist alles? Wir hätten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Ruhig, Blut, Lady. Da steckt sicher mehr dahinter. Natürlich. Wenn du nach dem Essen Viereck drückst, spuckst du unseren grünen Freund sein Essen alles Schleimgeschosse aus. Völlig nutzlos. Was willst du uns denn als nächstes beibringen? Wie man einen fahren lässt? Naja, eigentlich... Ja. Okay, und wir haben nur noch 9 Federn. Dann kommt bald wieder.
Ihr werdet dieses Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Okay. Dann sucht ihr mal einen Bärenbusch. Ja, na gut. Oh, warte, hier ist eine Platte. Na toll. Egal. Hui. Bärenbüsche? Essbares? Nee, nicht hier. Wo kam ich denn eben hergerollt? Federn. Okay, Federn. Na gut, Federn. Schmetterlinge. Es sah verdächtig aus. Ja. Das klappt aber leider nicht. Ach, Mist. Cheater. Es sah so aus, als ob das funktionieren würde. Ja. So, da sind noch ein paar Federn. Oh, da musst du hochrollen. Naja, oder auch nicht. Ein Schalter. Boom. Oh, cool. Cool. Aber irgendwie geht die Kiste noch nicht auf, oder? Ah. Oh, dreh schon schnell. Roll. Auf. Links rüber. Oh, verdammt. Roll weiter. Nein. Ich häng fest. Ja, sehr toll. Verdammt. Das wird ein bisschen komplizierter. Das wird haarig. Gut, dann wissen wir Bescheid. Das müssen wir aber machen für die Pages. Ich würde sagen, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumfailen. Und genau. Ja, erst einmal wieder Schluss mit lustig. Denn in der nächsten Folge geht's lustig weiter, würde ich sagen. Genau, ich stelle mir auf den Schalter und aktiviere ihn. Jo, supi. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.